Taiwan ist in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Wirtschaftlich läuft zwar seit Jahrzehnten hervorragend, aber es ist eben auch unter einer ständigen Bedrohung. Und für mich ist es sehr nachvollziehbar, wie unangenehm das ist. Ich lebe auch mit jemand, der stärker ist als ich und der aber meine Unabhängigkeit nicht anerkennt. Hey, und aber im Ernst. Wenn China Taiwan angreift, dann ist es für die ganze Welt natürlich eine Katastrophe. Und es gibt die Theorie, dass eine Sache stark darauf hindeutet, dass genau das bald passiert. Mit Gold kann man einfach ruhiger schlafen, sagen viele Anleger. Und völlig klar, nehmen Sie sowas hier zum Beispiel mit den vielen kleinen Goldplättchen drin, davon zwei oder drei vorm Schlafen gehen und Sie können schlafen wie ein Stein. Anscheinend können viele Anleger im Moment nicht gut schlafen. Gold ist nämlich vor ein paar Tagen auf ein neues Rekordhoch gestiegen in US-Dollar. Und das passt ja mit dem, was sonst so passiert, nicht unbedingt zusammen. Die Inflation geht ja zurück weltweit, die Nachfrage aus der Schmuckindustrie geht zurück, die Goldnachfrage aus der Industrie insgesamt geht zurück und die Nachfrage nach Münzen und Barren geht weltweit auch deutlich zurück. Also was treibt den Goldpreis gerade hoch, außer den Tradern vielleicht? Anscheinend sind es die Notenbanken mit ihren Goldkäufen. Und eine Bank sticht da besonders raus, nämlich die Notenbank in China. Die hat nur die letzten 12 Monate nochmal mehr als 200 Tonnen Gold gekauft. Und damit hat sie inzwischen wahrscheinlich sogar Sebastian Hell überholt. Der weist seine Goldkäufe aber nicht offiziell aus. Bei ihm wissen wir es nicht so genau. Dass China so viel Gold kauft, das ist bekannt. Xi Jinping, der schläft anscheinend auch nicht besonders gut. Aber es gibt da eben noch eine andere Theorie, warum China das macht. Die vertritt zum Beispiel Wolfram Weimer. Und der ist nicht irgendwer, sondern er war immerhin der langjährige Chefredakteur von Focus. Er ist jetzt der Herausgeber von der European und von Börse am Sonntag. Und hier haben wir seinen Beitrag zu dem Thema auf NTV. China kauft heimlich Gold. Für einen Krieg? Fragezeichen. Und schauen Sie sich mal das Bild dazu an, wie diabolisch er da schaut. Da will man gleich noch viel mehr Gold kaufen. Aber jedenfalls, er sagt sinngemäß, diese massiven chinesischen Goldkäufe, das kann ein Indiz dafür sein, dass China sich jetzt rüstet für einen Krieg und dass es jetzt den Angriff plant auf Taiwan. Und dazu führt er an, die Warnungen von vielen US-Politikern und vielen US-Militärs vor so einem Angriff, und die gibt's ja auch. Dann führt er an, dass China ja immer gesagt hat, dass die Wiedervereinigung mit Taiwan ein Staatsziel ist, notfalls auch mit Gewalt. Er führt außerdem an, dass die Provokationen von China zunehmen, Provokationen militärisch in der südchinesischen See. Und das ja auch im Vorfeld von den Wahlen am 13. Januar jetzt. Und das ist auch absolut alles richtig und korrekt. Aber das zentrale Argument ist eben auch, dass es so eine Art Kriegsvorbereitungsmuster geben würde. Russland hat seine Goldreserven massiv ausgeweitet, bevor es die Ukraine angegriffen hat. Und China macht das jetzt auch. Und macht auch gar kein Hehl draus. Er zitiert in dem Artikel auch jemanden von der chinesischen Notenbank, der geschrieben hat, vor dem Hintergrund des verschärften strategischen Wettbewerbs zwischen China und den USA und des Konflikts um die Straße von Taiwan sollten wir uns davor hüten, dass die USA dieses Modell der Finanzsanktionen gegen China wiederholen. Gemeint sind damit die Sanktionen, die es gegen Russland gegeben hat. China solle sich auf einen Regentag vorbereiten, um seine finanzielle und wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Da haben wir es also. China macht sich jetzt wetterfest mit Goldkäufen, damit es ihm nicht genauso geht wie Russland, wenn es jetzt Taiwan angreift demnächst. Aber ist es wirklich zwangsläufig der Grund? Heißt das eine automatisch schon das andere?
China hat sehr viel Gold gekauft in letzter Zeit. Die Grafik hier ist vom World Gold Council. Die Notenbanken Goldkäufe der letzten 12 Monate bis Ende Oktober. Die chinesischen Nettokäufe waren, wie gesagt, bei über 200 Tonnen. Und wer außerdem viel gekauft hat, auch das waren Polen, Singapur, Libyen und Indien. Gold verkauft haben zum Beispiel Usbekistan, Kasachstan und die Türkei. Aus unterschiedlichen Gründen jeweils. Wir haben aber auch seit Jahren schon die Tendenz, dass die Notenbanken insgesamt wieder stark Gold kaufen. Die Grafik hier ist von der Financial Times, die Netto-Goldkäufe und Verkäufe seit den 40er Jahren. Die Notenbanken haben jahrzehntelang eigentlich eher Gold verkauft, aber seit der Finanzkrise, da kaufen sie plötzlich wieder. Und ganz rechts im Jahr 2022, seit dem Ukraine-Krieg, da hat sich das auch stark beschleunigt. Und wer vor allem Gold kauft, das sind die BRICS-Staaten, die großen Schwellenländer und die BRICS-Plus-Staaten, also die Anwärter noch auf diesen BRICS-Status. Die Grafik hier ist auch von der Financial Times. Die Notenbanken Goldreserven von denen haben sich die letzten 20 Jahre vervielfacht, wirklich. Aber was heißt das jetzt? Planen die BRICS-Staaten jetzt alle große Kriege die nächsten Jahre? Greift Polen nächstes Jahr Tschechien an? Greift Singapur Australien an? Greift Indien vielleicht China an? Sehr wahrscheinlich nicht. Sie kaufen Gold, weil sie diversifizieren wollen bei ihren Reserven. Und weil es natürlich tatsächlich inzwischen auch ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Dollar gibt. Jetzt nicht nur wegen der amerikanischen Schulden, sondern auch, weil man gesehen hat, man ist dadurch in einer gewissen Abhängigkeit und die ist potenziell gefährlich. Der Westen hat eben nach dem Ausbruch vom Ukraine-Krieg russische Reserven eingefroren im Wert von 300 Milliarden Dollar. Und hat Russland dann ja außerdem auch noch aus dem SWIFT-Bankenabrechnungssystem rausgeworfen. Und das heißt für die anderen BRICS-Staaten, auch wenn man im Moment jetzt vielleicht kein großes Problem hat mit den USA, aber es ist eben trotzdem eine Gefahr. Man kann theoretisch der Nächste sein, dem das passiert. Und darum ist Gold jetzt wieder eine echte Alternative. Und ich habe hier ja zu den Notenbanken Goldkäufen und zu dieser vermeintlichen goldgedeckten BRICS-Währung und natürlich auch zum Goldpreis an sich schon jede Menge Videos gemacht. Wenn das Themen sind, die für Sie interessant sind, zum Kanal-Abo geht's hier unten. Wenn Sie auf die Glocke drücken dann noch, dann kriegen Sie meine Videos ja auch angezeigt und dann können Sie sehen, ob da was dabei ist für Sie, das dann auch interessant ist. Und mir hilft so ein Abo natürlich auch. Diese große goldgedeckte BRICS-Währung, von der viele geträumt haben, die gibt's meiner Meinung nach so erstmal nicht, habe ich hier ja auch dargelegt. Aber es gibt eben definitiv einen Trend zur De-Dollarisierung und parallel dazu eben auch eine Rückkehr von Gold ins internationale Währungssystem. Es ist für die Länder eine Rückversicherung, das Ganze, wenn sie mit dem Dollarsystem Probleme kriegen. Und wenn ein Land ja jeden Grund dazu hat, dass es sich absichern will gegen sowas, dann ist das natürlich China. Weil China ist ja schon in einem Konflikt mit den USA. Das ist es ganz unbestreitbar. Es wird ja schon belegt mit Sanktionen. Es wird ja schon von der Halbleiterversorgung abgeschnitten. Und also ist es absolut nachvollziehbar, dass gerade China diesen Weg auch eben geht. Aber eben völlig unabhängig davon, ob es jetzt Taiwan angreift oder nicht. Und abgesehen davon, man darf natürlich das Ausmaß von dem Ganzen auch nicht überschätzen. China ist ein sehr großes Land, eine sehr große Wirtschaft, kann darum auch viel Gold kaufen. Aber auch in China sind der größte Teil der Reserven immer noch Dollar. Hier ist der Anteil von Gold an den jeweiligen Notenbankenreserven insgesamt. In Venezuela, USA, Deutschland, Frankreich, da ist er bei 60-80%, in China aber nur ungefähr bei 5%. Das heißt, China hat da noch viel Luft nach oben, es könnte noch sehr viel Gold kaufen, weil es seine US-Staatsanleihen ja im Gegenzug gerade abbaut. Aber es ist natürlich trotzdem verrückt, das Ganze, dass für die USA der große Systemrivale China gleichzeitig auch immer noch der zweitgrößte Gläubiger ist. Was ist mit der Wahl in Taiwan am 13. Januar?
Das ist immer eine besonders kritische Phase, wo China auch immer furchtbar rumdroht. Weil es könnte ja sein, dass da jemand gewählt wird, der Taiwan dann für unabhängig erklärt. Und das wäre dann sozusagen die Kriegserklärung. Aber die stärkste Oppositionspartei, das ist zurzeit die Kuomintang. Das sind zwar die, die im Bürgerkrieg noch gegen die Kommunisten gekämpft haben in China und die 1949 dann nach Taiwan geflohen sind. Nur, die sind ja auch nicht mehr alle das, was sie mal waren. Die Kuomintang, die Kommunisten in China, die Peronisten in Argentinien, die CSU in Bayern, die sind alle nicht mehr so wie früher. Und manchmal ist es ja auch besser so. Die Kuomintang, das ist heute die Partei, die mit Festlandchina möglichst gute Beziehungen haben will, allein schon wegen der Wirtschaft, damit es da läuft. Und die zweite Oppositionspartei, die Volkspartei, die will da eigentlich auch einen gesunden Mittelweg im Verhältnis mit Festlandchina. Die Partei, die am stärksten antichinesisch ist oder antifestlandchinesisch, das ist die DPP. Die hat aber die letzten 8 Jahre auch schon regiert und von daher würde ich sagen, es geht wahrscheinlich jetzt erstmal alles so weiter, wie es bis jetzt auch war. Aber Wolfram Weimer, der hat ja auch ein Mitglied der chinesischen Notenbank da eben zitiert, das ja offensichtlich gesagt hat, wir müssen uns schützen vor einem Konflikt mit den USA und vor einem Konflikt in der Straße von Taiwan. Die Chinesen sagen sehr offensichtlich selber, was da kommt. Aber wie gesagt, diesen Konflikt gibt's ja schon längst. Und die Straße von Taiwan, das ist auch nicht das gleiche wie Taiwan selbst, sondern es ist diese Meerenge zwischen China und Taiwan, wo es tatsächlich natürlich immer wieder Ärger gibt. Aber dieses Notenbanker-Zitat, das ist aus einem Artikel von Reuters. Reuters ist da über 200 chinesische politische Fachartikel durchgegangen, wo es um die Frage gegangen ist, wie kann sich China schützen, wenn der Konflikt mit den USA eskaliert. Das treibt die natürlich schon auch um das Thema. Und die zitierte Äußerung, die war von Chen Hongjiang. Der arbeitet für die Niederlassung der Notenbank in der Provinz Jiangsu. Und was er da gesagt hat, war ja völlig rational im Prinzip. Viele andere haben sich genauso geäußert von den chinesischen Fachleuten. Man ist in China natürlich der Meinung, dass die Spannungen wachsen. Und dass man jetzt Gold kaufen soll und dass man auch versuchen soll, dass man den Handel in Yuan ausweitet und dass man seine Rohstoffimporte auch absichert, das wird von vielen vertreten. Es gibt aber interessanterweise auch eine zweite Fraktion, die sagt, am besten versucht man, dass man die Beziehungen mit dem Westen trotzdem weiter ausbaut, weil je stärker die Verflechtung ist, desto höher ist dann auch für den Westen der Preis in einem Konflikt. Eins ist aber klar, die Chinesen wissen, dass für sie der Preis bei einem Krieg mit Taiwan extrem hoch wäre. China würde da unglaublich viel riskieren, das ist völlig klar. Die Rohstoffversorgung wäre nicht mehr sicher. Die Exportmärkte würden wegfallen zu einem sehr großen Teil. Und die immensen Investitionen ja auch im Ausland, in Technik, in Unternehmen, in Immobilien, Häfen und so weiter. Alles weg im schlimmsten Fall. Der Großteil von dem, was China erreicht hat die letzten Jahrzehnte, das wäre wahrscheinlich dann wieder weg. Will Xi Jinping das alles riskieren? Wir können nicht in ihn reinschauen und China wird den Anspruch auf Taiwan nicht aufgeben und China ist auch nationalistischer geworden die letzten Jahre, definitiv. Aber auf der anderen Seite hat man China eben auch ständig zurückgestoßen und hat ihm auch klargemacht, dass man an der Zusammenarbeit nicht großartig interessiert ist mehr, wegen diesem Konflikt eben, siehe die ganzen Sanktionen. Was soll man sagen bei dem Ganzen? Ich persönlich, ich gehe nach wie vor nicht davon aus, dass China Taiwan angreift, dass es damit so enorme Risiken eben auch eingeht. Und wenn es aber doch passiert, natürlich völlig klar, es wäre das absolute Desaster. Und dann haben wir nicht mehr nur keinen Weihnachtsglitter mehr und kein Feuerwerk, wenn es die Grünen nicht sowieso bald verbieten. Und wir haben dann auch keine Elektroautobatterien mehr und keine Solarzellen, sondern der größte deutsche Exportmarkt wäre auf einen Schlag weg. Die Investitionen der deutschen Industrie in China, die wären weg und auch sonst Halbleiter, Medikamente und tausend andere Sachen. Es gäbe hier nichts mehr.
Insofern, wenn das passiert, ist es natürlich nicht gut, wenn man viele China-Aktien hat. Aber auch die durchschnittliche DAX-Aktie läuft dann wahrscheinlich nicht besonders gut in so einem Szenario. Wer also glaubt, dass China Taiwan wirklich angreift, der sollte eigentlich gar keine Aktien haben. Zumindest nicht mehr in dem Moment, wo das dann auch passiert. Da ist Gold dann mit Sicherheit das bessere Investment. Ich bin kurzfristig jetzt gar nicht so wahnsinnig optimistisch zu Gold. Dazu demnächst hier noch mehr von mir hier auf dem Kanal, auf dem ich Sie hoffentlich jetzt begrüßen kann als neuer Kanalabonnent. Zum Kanalabo geht's hier unten. Die Frage ist aber einfach auch, warum kauft man Gold? Will man hohe Gewinne damit ständig erzielen oder kauft man es eben als Sicherheit gegen schlimme Szenarien? Und wenn Länder wie China viel Gold kaufen, ist es vielleicht kein Fehler, wenn man auch mal ein bisschen was kauft. Warren Buffett hat zwar mal gesagt, Gold erwirtschaftet nichts, Gold liegt nur faul rum. Aber wahrscheinlich kann man eben trotzdem ruhiger damit schlafen als Anleger. Immerhin, es schnarcht auch schon mal nicht. Und warum, aua, warum das denn jetzt wieder? Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.